oder uns nur bücken, wenn wir gerade stehen. Böse, böse, böse. Also Dauerbücken ist halt nicht. Genau, wir rutschen sofort. Das meinte ich und habe natürlich prompt nicht aufgepasst. Werden wir heute Starroad sehen? Auf jeden Fall werden wir das. Und damit Servusler zum weiteren Part News von Mario Bros. U. Wir sind in Peach Schloss 1, Magma irgendwas. So, das war dieses Level hier. Dieses ominöse, böse Level. Und da ist ein Secret Exit versteckt. Ich habe mich, wie gesagt, online schlau gemacht. Und hoffe, dass ich es auf Anhieb finde. Verdammter Meteorit. Check the point. Und zwar hatte das was mit einem P-Switch zu tun. Ups! P-Switch zu tun. Der da irgendwas öffnet. Ah, hier war das. Genau, da gab es vorne irgendwo einen P-Switch. Einen P-Switch. Einen P-Switch. An von der schwitschigen Sorte. Hier ist er. Oh oh. So. Den muss ich aktivieren und dann nix wie los, wie ein Irrer losrennen und losjumpen. Damit ich verdammt darauf komme und ich schaffe es nicht. Weil dann kommst du in die Röhre und anders kommst du nicht in die Röhre. Also einmal down machen bitte. Oh, das wird ein bisschen tricksy. Ich glaube, dieses Secret Exit ist, glaube ich, das härteste zu erreichende Secret Exit im ganzen Game. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Gut, mit ein bisschen nachdenken, wäre ich vielleicht doch selber drauf gekommen, dass da hinten ja ein Pieschwitz war und man vielleicht so da oben reinkommt. Tja, aber wie das halt so ist, ne? Wie das halt so ist, kommt jetzt hier schon Gedöns. Macht mir mal ein Item kaputt. Dankeschön, Gedöns. Blödes Gedöns. Na gut, auf ein neues. Wir rennen durch Level, bis der Endboss kommt. So, das war auch mehr Glück als Verstand, aber spielt keine Rolle. Geschafft ist geschafft. Und schon gehe ich hier wieder down. Nicht ganz, aber fast. So, jetzt hier wieder durchgerenne. Verdammt. Ich schaffe es nicht, also sterben. Hey, 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 ich sag ja, das ist tricksy hier, das ist tricksy. Vielleicht sollte ich ein Item nehmen, aber welches? Welches Item ist hier gut? Stern schadet nicht. Und Eitelpilz schadet nicht. Und dann auf. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, mit dem Stern komme ich allerdings nicht weit. Außer, dass ich hier überall durchrennen kann. Und dieser Eitelpilz. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Na, wo es relevant ist, ne? Da hört der Stern halt auf. Wie das halt so ist. Wie das halt so ist hier. Mit diesem Stern. Mit diesem. Oh oh. Sie nehmen meinen Anlauf. Verdammt nochmal. Komm schon. Komm schon. Und rein in die Röhre. Wir haben es. Heili. Geili. Und schon sind wir hier im neuen Abschnitt. Okay, ist egal. Wir müssen nicht oben bleiben. Secret Exit. Hammer! This way! Und jetzt öffnet sich der Weg zum ominösen Level Nummer 4. Da, 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 da! Also ich würde ja, wenn ich jetzt privat spielen würde und hätte jetzt nicht online nachgesehen, ich würde noch sämtliche Level durchsuchen, weil ich wissen möchte, ob es links ebenfalls nach oben geht auf die Burgmauer. Aber dem ist nicht so. Aber meine innere Symmetrie möchte das. Oh oh, Meteoritendusche. Gefällt mir gar nicht, der Levelname. Gefällt mir gar nicht. Meteoritendusche. Oh, ich kenne das Level. Ich kenne dieses Level. Zu gut. Leider, leider, Popeide. Strixie.
Megaschwing. Und schon rein. In den Meteoriten. Powerblock, brauche ich dich. Verdammt. Oh, Starcoin. War auch Glück jetzt. So, geht's da oben weiter? Ich glaube nicht. Was soll da schon sein? Die Starcoin war ja unten. Nein. Oh, das war Glück. Glück. So, hier sind wir halbwegs sicher, stimmt's? Hier haben wir ein Dach über dem Kopf. Ja, hier muss... Oh, ein Sterndal, gib es mir. Damit kann ich alles bashen. Ist da noch ein Sterndal? Ja, das wäre ja auch geil jetzt. So ein kleiner Sternenrun, wobei in einem Scrolling-Level ist das ungeil. Aber es hilft ja doch ein bisschen. Check the point. Okay. Check the point. Noch ein Item. Also sie geizen nicht mit Items in diesem Level. Das heißt, sie wussten, dass es schweineschwer ist. Komme ich jetzt irgendwie da oben rauf? Muss ich da oben rauf? Ist da was? Na, ich muss sowieso da oben rauf. Na gut. Oh, da ist die Starcoin. Da ist die Starcoin. Ich will sie haben. Ich habe sie. Oh, Glück gehabt. Die Hitbox war gnädig. So. Somit fehlt nur noch eine, Leute. Ja, wohin jetzt? Oben lang oder unten rum? Unten rum ist anscheinend nur Grüncoin-Gedöns. Ein ab. Da scheiße ich jetzt auch mal drauf. Ups. Diese Mechanik kennen wir ziemlich gut aus Super Mario World. Da gab es sowas in ähnlicher Form an Gittern. In diversen Bowser-Kasteln. So, sind wir den richtigen Weg gegangen oder ist es der falsche? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich der falsche. Ach, leck mich doch, aber ich muss da rein. Ich muss da, nee. Verdammt. Wir sind den falschen Weg gegangen, das heißt, wir müssen es nochmal tun. Na gut. Das nächste Mal wissen wir es, wir müssen rechts rum. Das kann noch keiner wissen. Zumindest nicht beim ersten Mal. Kann das keiner wissen, das kann keiner ahnen. Das war eine 50-50 Chance. Du hast alle Level inklusive denen in Peach Schloss geschafft. Glückwunsch, dir wurde der zweite Stern verliehen. Sehr schön. Trotzdem fehlt noch eine Starcoin. Nach wie vor. Ja, die muss noch in diesem Part. Die muss auf jeden Fall noch. Mag kommen, was wolle, sie muss. Nein. Glück gehabt. So. Hier wird Uffi gesprengt. Das können wir uns hier alles schenken. Ach, dafür ist der Kuba-Panzer. Ich verstehe. War da unnötig. Das war auch anders lösbar. Haben wir ja gesehen vor ein paar Minuten. So, hier oben war ein Item drin, oder? Das wäre es mir fast wieder genommen worden, aber nur fast. So, ich glaube, hier sind wir sicher. Sterndal. Wir brauchen es Sterndal, auf jeden Fall. Das macht die Sache hier schon einiges einfacher. Yee. So. Wäre jetzt da hinten nochmal ein Stern drin, wenn man schnell genug ist? Check the point. Naja, man kann nicht schnell genug sein. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Na, es ist nicht möglich in einem Scrolling-Level. Schneller zu sein, als es scrollt. So. Und nun einmal nach oben, bitte. Einmal nach oben. So. Trixie-Mechanik. Ups, verdammt getroffen worden. Weil er sich festgehalten hat, der Kasper. Egal. Wir haben noch eine reelle Chance. Und die werden wir nutzen. Und dieses Mal doschen, ne? Rechts rum. Immer rechts rum. So, kommt jetzt was von oben? Ich habe keine Ahnung.
Bis jetzt schaut's gut aus. Ups, bleibt er einfach stehen, der Kasper? Verdammt. Ein ab. So, nach oben. Ups. Rüber. Springen auf. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. So, wohin? Ich muss da lang. Ist es Trixie? Und böse? Ja, der rechte Weg ist natürlich schwerer. Aber wir haben es. Ich muss bloß aufpassen, dass mir jetzt nicht noch irgendwie so ein Lavabrocken auf dem Schädel knallt. So, wir haben die Star Coin. Und ab in die Röhre. Da guckst du in die Röhre, wa? Ist es jetzt dasselbe Secret selbe Exit? Genau, jetzt dachte ich schon, die bashen mich. Ja, es ist dasselbe. So. Oh yeah, Mario time. Oh, sogar mit Schnapszahl. Heili, geili. Kriegen wir wieder ein Item, kriegen wir wieder Sterndall. Oder, was kriegen wir? Greif zu, mach mal glatt. Einen Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Alle Sternmünzen in Peach Schloss gesammelt. Somit öffnet sich auch das letzte Level. Du hast alle Sternmünzen inklusive denen aus Peach Schloss geholt. Dir wurde der dritte Stern verliehen. Heili geili. Hier ist unser Stern, den wir bekommen haben. So. Und jetzt auf zum Superstar Boulevard. Ich bin gespannt. Superstar Boulevard, da ist er ja. Abschuss. Ab anyway. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube, das Ganze verursacht jetzt hier Schmerzen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Machen wir der Reihe nach, oder? Genau. Superstar Boulevard 1. Auch hier sind drei Sternmünzen zu sammeln. Knochenbahn gen Himmel. Oder sind es diesmal auch wieder Mondmünzen? Werden wir sehen. Oh, es sieht friedlich aus. Eine friedliche Welt. Fassis. So viel zum Thema Frieden. Ich fass es nicht. Fassis. Upp, aufpassen, du rutscht. Ich bin gespannt. Ich glaube, jedes Level orientiert sich optisch und thematisch an der jeweiligen Welt. Drum ist jetzt hier Eichenhain-Optik. Ups! Starcoin war die erste. Wir haben sie. Alter Schwede. Und? Ah, Bullzettel. Sehr schön. Sie sind zumindest fair. Und was ist hier? Stern? Dachte ich mir. Wenn ich ihn kriege, natürlich nicht. Natürlich, ne. Oh, jetzt fällt er da runter. Ja, die fallen alle hier runter. Was ist denn das? Und da unten ist die Starcoin. Wie soll ich denn da rankommen? Oh, voll vorbei. Voll vorbei. Arschloch. Arschloch Fassi. Oh, oh. Oh, oh. Das hier wird böse, eh? Das hier wird böse, Leute. Ho, ho, ho. Ich glaube, dass jedes Level hier so seine Gimmicks hat. Sehr schön. Na gut. Lassen wir uns drauf ein. Bücken ist halt nett. Sobald wir uns hier bücken, fangen wir das Rutschen an. Was ungeil ist. Also müssen wir auf die Fassis aufpassen. Oder uns nur bücken, wenn wir gerade stehen. Böse, böse, böse. Also Dauerbücken ist halt nett. Genau, wir rutschen sofort. Das meinte ich und habe natürlich prompt nicht aufgepasst. Oh, hier schmelzen die Leben. Hier schmelzen die Leben und wir haben 8 von diesen schnuckligen Leveln. Wobei das hier jetzt ja noch geht. Aber ich würde es gern noch in diesem Part schaffen. Mal gucken, ob das machbar ist. Ja. Ein Level pro Part. Vom Superstar Boulevard. Wäre vollkommen in Ordnung. So, aufpassen. Auf die Fassis, wa? Ich fass es ne.
So. Springen, aufpassen, springen, aufpassen, springen, aufpassen. Ducken, springen, ducken, springen, ducken. Boah. Aufpassen, der kommt. Aufpassen, Dosten. Oh, wir kriegen eine Feuerblume. Die braucht doch kein Mensch hier, die Feuerblume. Aber ich hätte jetzt trotzdem gerne mir mal den Stern, weil der das hier doch um einiges einfacher macht. Nimm den Fassis halt den Schrecken. Verdammt. So, verdammt. Wir haben schon mal zwei Feuerblumen. Das ist schon mal gut. Nein, 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 nicht rutschen. Bloß ne rutschen, Alter. So, wo ist die dritte Starcoin? Die ist bestimmt wieder schweinemäßig versteckt, beziehungsweise kommt's wieder irgendwie unfair rüber. Und ich muss irgendwie so blindschampmäßig. Ups! Alter Schwieg, da ist die Starcoin. Da komme ich natürlich nicht mehr hin. Jetzt habe ich auf die Starcoin geguckt, vor lauter. Und springe die Fassis. Mann! Aber interessant. Dachte ich mir, dass die letzte Starcoin wieder Trixie wird. Wie es halt immer ist in diesem Game. War bis jetzt die ganze Zeit so. So, hier das Item schnappen. Ich muss einfach schauen, dass ich sämtliche Sterne bekomme. Dann dürfte es knackbar sein. Dieses ganze Gedöns hier. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Wir haben ja noch Zeit. Kein Problem. So, und abwärts. Und springen. Und springen. Und springen. Und ducken. Springen. Ducken. Springen. Ducken. Passt. Und aufpassen, der kommt. Springen. Jawohl. Und Sterndal. Ah nee, das war das Item. Da oben kommt der Stern. Da oben kommt der Stern. Hier kommt er. Wir haben ihn. Sehr schön. So, jetzt auf die Starcoin achten. Beziehungsweise auf den Stern hier. Ich kriege ihn natürlich nicht. Aber ich kriege die Starcoin. Die ist wichtiger. Geh weg! Mann! Scheiß Fassi. Und schon wird die Sache wieder gefährlich hier. Böse halt, ne? Böse, böse. So, jetzt muss ich aufpassen. Wo war jetzt nochmal die dritte? Wann kam die nochmal? Ich glaube, jetzt ja gleich. Stimmt's? Wir haben sie. Heili, geili. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Schaffe ich das Ziel? Schaffe ich es ins Ziel? Wäre geil. Aber ich glaube, da kommt noch was. Da kommt noch was. Das ist noch nicht vorbei hier. Doch, es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alle drei Starcoins. Superstar Boulevard 1 gemeistert. Hammer. Hammer hat. Ach, jetzt geht's rüber zum Toadhaus. Was gibt's denn da Schnuckliches? Was gibt's denn da? Wähle einen Block aus und du bekommst das Item, das sich darin versteckt. Aber jetzt wird erstmal gemischt. Hoffentlich erwischst du keinen Bowser. Ah ja, sowas. Okay. 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 Oh, ist das gemein. Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Oder? Ich glaube zu wissen, wo sie sind. Hier. Und hier. Verdammt, war falsch. Oder war es der letzte? Genau. Egal. Aber zumindest den Pinguinanzug. Für was auch immer. Für was auch immer. Okay, sind also ganz normale Toadhäuser. Und nichts Besonderes. Ja, wir haben schon 19 Minuten. Egal. Wettlauf bitte. Na, weiterlaufen bitte. Weiterlaufen bitte. Okay. Dann machen wir dieses Level noch. Zumindest fangen wir es an. Ach, so ein P-Switch-Gedöns ist das. So ein P-Switch ran. Oh, oh. Okay. Fand ich damals megamäßig schwer, als ich es zum ersten Mal zocken musste.
Alter, wie kommt man denn da rein? Das muss mir auch mal einer erklären. Das muss mir einer erklären, wie man in die Starcoil kommt. Aber dank Super Mario Maker. Nein. Oh, Glück. Ist das alles kein Problem mehr? Verdammt, war das ein Glück. Verdammt, daneben gesprungen. Wie komme ich an die erste Starcoin? Es sei denn, ein Block ist natürlich nicht zerstörbar. Aber woher weiß ich das? Hä? Woher weiß ich, welcher Block nicht zerstörbar ist? Und normalerweise bin ich ja klein. Wie komme ich an die Starcoin? Nein, ich werde hier groß. Gucken wir mal. Probieren wir mal ein bisschen aus. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Mit dem Cooper-Panzer vielleicht. Wenn ich den mitnehme. Wenn ich den mitnehme, bringt mir das was? Nicht wirklich, ne? Wenn ich Stampfattacke mache, segle ich in den Tod. Nee, will mir jetzt gerade nicht wirklich in Schädel, wie wir an diese Starcoin kommen. Außer halt mit dem Cooper-Panzer irgendwie. Aber der öffnet ja auch nur einen Block. Na gut. Letzter Versuch, Leute. Dann werde ich den Part beenden. Wegen der Zeit und so, ihr wisst. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zu einem weiteren Superstar Boulevard Let's Play oder was auch immer. Jetzt hauen wir die Zeit ab. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie wir an diese Starcoin kommen. Werden wir in den nächsten Parts wohl rausfinden. Hoffe ich doch. Hoffe ich. Wird auf jeden Fall interessant. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Euer App-Blogger aktivieren und so weiter und so fort. Und ich sag Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Dosten.